Ich bin Kian und in dieser Interviewreihe stelle ich euch vor, wie Menschen sich verändert haben und heute mithelfen, die Welt zu retten. Hallo, ich bin Kian und ich begrüße euch zur Interviewreihe Lichtlein wechsle dich. Wie immer dreht es sich bei uns um diese Themen Mensch, Umwelt und Geschäftswelt. Apropos Mensch, kommen wir gleich mal zu unserem Gast. Wer bist du? Woher kommst du? Hast du Kinder? Und was ist dein Hobby? Viele Fragen. Mein Name ist Nico Rittenau, ich komme ursprünglich aus Österreich, aber lebe mittlerweile in Berlin. Habe noch keine Kinder und habe viele Hobbys, komme aber beruflich leider zu den wenigsten. Aber wie die meisten Leute mag ich gute Kunst, gute Filme, gute Musik. Und natürlich beruflich lebe ich das aus, was meine Hobbys auch sind. Tierschutz, Umweltschutz, genau. Kommen wir zum Thema Umwelt. Was glaubst du, belastet die Umwelt am meisten? Die Umwelt belasten viele Dinge. Generell leben wir einfach zu verschwenderisch mit den meisten Dingen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es zum einen der Transportsektor, also die Menge an Flugzeugen, an Schiffen, an Autos, die ja große Menge an CO2 ausstoßen. Und der zweite wichtige Teil sind die Gewohnheiten der Menschen zu essen. Also die industrielle Tierhaltung, die Art und Weise, wie wir heute Fleisch produzieren und konsumieren, ist einer der größten, wenn nicht der größte Risikofaktor für unsere Umwelt und stößt eine sehr große Menge an CO2 aus, verbraucht viel Wasser, viel Land und so weiter. Von daher, wenn Menschen sich anders ernähren würden, hätten wir schon viel gewonnen und wenn wir anders uns fortbewegen würden auch. Was meinst du, machst du heute schon besonders gut? Und was glaubst du, musst du noch besser machen? Ich glaube, wir können alle viel lernen noch. Meine Kompetenz im Bereich Ernährung schwimmt ja in einem Meer von Inkompetenz in allen anderen Dingen. Das heißt, ich denke, ich bin ganz gut im Thema Ernährung aufgestellt, aber habe im Leben noch viel zu lernen in vielen Gebieten und freue mich darauf. Das ist toll. Worauf bist du bei dir besonders stolz im Thema Umwelt? Ich bin generell stolz auf uns alle, wenn wir uns angucken, so Friday for Future und all diese Kampagnen berühren gerade viele Leute und helfen ihnen, mehr über das Thema nachzudenken. Und vor allem Leute wie du, die jung sind und sich jetzt schon für das Thema interessieren. Ich wünschte, ich hätte mich schon so viel für das Thema interessiert, wie ich noch in deinem Alter war. Und freue mich, dass es so viele junge Menschen machen. Von daher, ich bin stolz auf unsere Gesellschaft, wie wir uns entwickeln und dass wir immer mehr und mehr Bewusstsein schaffen. Kommen wir nun zum Thema Geschäftswelt. Was hast du gelernt? Was für Arbeit hast du gemacht? Und was machst du heute? Ich bin vom Primärberuf her Touristikkaufmann. Das heißt, ich komme aus der Hotellerie und Gastronomie und hatte immer den Traum, Hotelmanager zu werden, in einem Luxushotel auf der Karibik und dann in meiner Freizeit die Füße im Sand zu haben, mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Aber im Zuge dessen habe ich mehr und mehr verstanden, wie unsere Welternährung funktioniert, was das für einen großen Einfluss auf unser Klima hat und auf unsere Gesundheit auch. Und entsprechend habe ich mich dann dazu entschlossen, den Touristikpfad zu verlassen und Ernährung zu studieren. Und bin heute im Ernährungsbereich tätig, schreibe Bücher, gebe Seminare, halte Vorträge und versuche den Menschen einfach mehr Bewusstsein näher zu bringen für unsere Ernährung. Und die Kernfrage ist immer dieselbe. Wir werden immer mehr Menschen, 10 Milliarden Menschen in 2050. Und die Frage ist, wie können wir uns ressourcenschonend, nachhaltig und gesund ernähren? Und das versuche ich zu beantworten. Und da gibt es sehr viele Wege. Aber eben eine rein pflanzliche Ernährung wäre eine der einfachsten, die wir machen könnten. Oh Mann, ich, Kian, kann ich nichts Besseres zu dir sagen? Ich kann einfach nur sagen, toll. Oder doch, ich fällt mir was ein. Super, super geil oder super toll. Einfach toll, was du sagst. Wenn du jetzt bei uns in der Klasse eine Stunde Unterricht geben würdest, was würdest du uns gerne erzählen? Ja, ich würde gern zu euch vorbeikommen. Ich unterrichte auch an einigen anderen Hochschulen und ich denke, ich würde mehr Fragen stellen, als zuerst irgendwelche Antworten geben. Denn ich glaube, viele Menschen wissen intuitiv eh schon vieles, dass wir schlecht mit unserer Umwelt umgehen, dass wir falsch mit den meisten Tieren umgehen. Und ich würde einfach Kindern in deinem Alter, die ja noch viel offener sind für das Thema, einfach fragen, warum sie sich vorstellen oder warum sie tun, was sie tun und ob sie nicht vielleicht
sich, wie soll man sagen, die Verbindung und die Liebe, die sie zu ihren Haustieren zum Beispiel haben, ob sie die nicht vielleicht auch erweitern wollen auf alle anderen Tiere. Weil die meisten Kinder mögen Tiere, oder? Aber irgendwie mögen die meisten Hunde und Katzen, aber Schweine und Kühe sind genauso Tiere. Und ich würde ihnen erzählen, dass es einfach wichtig ist, dass wir unseren, wie soll man sagen, unsere Bereitschaft, andere Menschen und andere Lebewesen zu achten, einfach auf alle Lebewesen ausweiten sollten. Also du hast echt tolle Antworten. Und dann ist es jetzt auch schon die letzte Frage. Alles klar. Welchen Rat gibst du Eltern zum Thema Mensch, zum Thema Umwelt und zum Thema Konsum? Wichtige Fragen. Also ich denke, die meisten Eltern wollen ja nur das Beste für ihre Kinder. Sie wollen ihnen eine Welt hinterlassen, die genauso schön ist wie die, die sie als Kinder hatten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird es zukünftig leider nicht mehr funktionieren. Deswegen würde ich allen Eltern raten oder allen Eltern den Rat geben oder die Bitte aussprechen, dass sie daran mitarbeiten, dass wir allen unseren Kindern und Kindeskindern eine Welt hinterlassen können, auf die wir stolz sein können. Und dazu sollten wir vieles ändern, aber ein zentraler Aspekt ist, wie wir uns heute ernähren, weil das wird deine Welt und die Welt deiner Kinder auf eine große Art und Weise beeinflussen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Liebe Zuschauer, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert bitte meinen YouTube-Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Tschüss!